Da, wir haben da unsere wunderschönen Planscheiben-Rolling in die Drehbank eingespannt und werden jetzt einmal den groben Sägeschnitt überdrehen. Zwangsweise haben wir den Drehstall verkehrt eingespannt und lassen die Maschine rückwärts laufen, weil wir peinlicherweise keinen linken Innendrehstall haben. Aber das wird schon irgendwie gehen. Hauptsache es hebt und spannt, ne? Da, dann werfen wir das Gerät einmal an. Und hauen ja einen Vorschub rein, ne? So, und wie schauen wir aus nach der ersten Runde? Naja, da fehlt mir eigentlich was. So, dann, nachdem wir jetzt im Durchmesser einmal 3 mm abgenommen haben, da fehlt nicht mehr allzu viel. Das haben wir bald. Es fliegen auch schon viel fröhlichere Spänchen weg. Ne? Also das ist ein 70-75er Alu. Ich muss sagen, mit den Aluplatten dran, erstens einmal geht es wie Butter und zweitens die Oberflächen, ist wirklich big fan. Kann man nichts sagen. Bei unserer Planscheiben haben wir jetzt eine schöne Aufnahme gedreht, damit es auch auf die Spindel von der Trabung aufgepasst. Und jetzt werden wir diese Löcher da, das wird die Vorderseite, jetzt werden wir diese Löcher auf 8,0 irgendwas aufbohren, 8,4, so, tüdelü, und dann werden wir mit dem Zapfensenker eine Senkung machen, damit nachher die Schrauben nicht viel schauen, wenn wir es an der Trabung montieren. So, und die sauber geputzte Planscheibe legen wir auf unseren sauber geputzten Tisch. Und dann werden wir das einrichten mit zwei Spanbrosen Niederspanner. Und dann werden wir da die Löcher bohren und die Senkungen anbringen. Ne? Und dann schauen wir weiter. So, dann fahren wir mit dem Zapfensenker rein, geben wir ihm vorher eine Sprühung. Nachdem wir die 4 Löcher unfallfrei aufgebohrt und angesenkt haben, haben wir jetzt unser Scheiberl auf der Trabank montiert, so wie es dann im theoretisch regulären Gebrauch der Fall ist. Und jetzt werden wir jetzt erst einen Zentribohrer machen und dann werden wir es außen auf sauber dran, weil ich weiß nicht, vielleicht ist mir der Hocker wurscht. Und dann werden wir am stirnseitig drüber zupfen, damit es plan ist. Und dann können wir die Nuten fräsen. Soweit die Theorie. Zentribohrung eben angebracht. Jetzt haben wir uns unseren Innendrehstall wieder verkehrt montiert, weil es sich einfach nicht ausgeht auf meiner kleinen Trabank. Und da werden wir jetzt draus auf dem Umfang, werden wir ein wenig drüber zupfen. Und dann machen wir es plan. Wir haben jetzt nach bestem Wissen und Gewissen unsere sauber plan gedrehte Planscheibe auf die Fräsmaschine aufgespannt
ausgerichtet und werden jetzt, damit der kleine Fräser und die kleine Maschine nicht so viel fräsen müssen, werden jetzt eine ganze Reihe einmal mit einem Sechserbohrer bohren und dann werden wir mit dem Achterfräser durchfahren und zum Schluss mit dem Dehnhutfräser. Und das probieren wir jetzt einmal. Dann werden wir jetzt da eine Lochreihe durchbohren. Ne? Ja, wie es so schön heißt, alles was wir bohren, brauchen wir nicht fräsen. Ne? Auf geht's! Und mit dem Quill-Wheel von Jim geht das Ganze natürlich nur mal so schön, als was wir sich vorgestellt haben. Also wir haben jetzt einmal auf 4 mm Tiefen mit dem Achterfräser durchgefräst. Und das geht ja insofern einfach, weil wir ja nur mehr die Stege zwischen die 6er-Bohrungen rausfräsen müssen. Ne? Wieso hat er da ja nicht viel zu tun? Naja, und da werden wir jetzt 16 Tiefen jetzt meine. 4 mm stellen wir zu. Ja, da fahren wir nur dreimal durch und die erste Nadel ist fast fertig. Ne? Fast. Dann probieren wir das einmal aus. Ne? Naja, der Nutenstange gleitet fröhlich hindurch. Ne? Passt, wollen wir dann einmal breiter machen. Die erste Quernote, die durchgehende, haben wir gefräst. Und jetzt werden wir die anderen, die was im 90-Grad-Winkel dazu sind, fräsen. Leider ist meine Fräsmaschine ein wenig zu klein. Also muss ich das auf ein paar Mal Spannbrotzen wechseln machen. Aber das wird schon gehen, wenn man das andere ja auch hinkriegt. Ne? Und sonst machen wir es nur einmal. Nachdem wir jetzt lang genug gefräst haben und angerallt, so schaut das da auf der Treibbank aus. Wir hätten zwar unten zum Bett noch ein wenig Spazi, aber zum Ausleger vom Werkzeugschlitten haben wir nur 2 cm, das heißt, wir konnten eine mit 240 Durchmesser auch noch machen. So, und da zum Bett da haben wir noch. Ja, haben wir da. Zum Bett da haben wir noch 3 cm. Also recht viel geht nicht mehr. Ne? So. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, für was wir das Ding brauchen können. Ne? Und auch am Drehtisch macht er eine gute Figur. Ne? Also, gestatt die vorher 150 mm Durchmesser, haben wir jetzt 220. Wenn wir was Größeres draufbauen wollen, oder wer weiß, ob wir das Ding überhaupt jeweils brauchen. Ne? Hauptsache ist, wir haben es.